Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir sind das Team Verspätungsorakel. Wir sind Benedikt, Erik, Jonas, Konrad, Kirin, Tobias und ich bin Emre. Unsere Mentorinnen sind Jaden und Margau. Dies ist ein Projekt der Jugend Hack Barnbubble. Genau, kommen wir als erstes zum Problem. Also die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn führt häufig dazu, dass Reisende zu spät an ihrem Ziel ankommen. Dabei sind Ankunftszeitpunkt meist sehr verspätet und unberechenbar. Da wir im ersten nichts ändern können, haben wir uns das zweite zur Aufgabe gemacht. Aber ihr wollt ja nicht nur was über die Probleme hören, ihr wollt auch wissen, was die Lösung ist. Aber bevor ich erkläre, was die Lösung ist, ist die Frage, warum haben wir uns dafür entschieden, ein bisschen wichtiger. Und um das zu erklären, eine kleine Geschichte von mir. Ich komme aus Berlin, ich musste den 8:30 Bahn hierher nehmen. Naja, der 8:30 Bahn kam um 9:30, eine Stunde Verspätung und ich habe den Check-in verpasst. Ganz ehrlich, ich glaube, das sollte nicht mehr vorkommen. Und wenn das vorkommt, sollten wir uns vorher informieren. Und genau deswegen haben wir diese Webseite gemacht. Diese Webseite zeigt die durchschnittliche Verspätung der bestimmten Zügen für die bestimmten Verbindungen. Jetzt wird was Jonas was über die Daten sagen, was wir gesammelt haben. Also der erste Schritt war natürlich erstmal an die Daten zu kommen und was ist dann eine bessere Adresse, wenn man Daten über die Bahn will, als die API der Deutschen Bahn. Dort mussten wir uns natürlich erstmal registrieren, dass wir Zugriff bekommen und dann haben wir diese APIs benutzt und zwar die Station API und die Timetable API, die eine erstmal dazu, um rauszufinden, welche Bahnhöfe es denn überhaupt so gibt im Ländle. Und die Timetable API haben wir dann benutzt, um zu gucken, welche Züge denn dort abfahren. Und daraufhin mussten wir noch einen dritten API-Aufruf machen, um die Echtzeitdaten von den jeweiligen Verbindungen abzurufen. Diese Daten haben wir, nachdem wir sie abgerufen haben, auf dem MySQL-Server gespeichert, um sie dann im Backend weiterzuverarbeiten. Um dann an die Daten heranzukommen, braucht man einfach den Namen der Haltestelle oder des Hauptbahnhofs oder des Bahnhofs, von dem der Zug abfährt und natürlich die Zugnummer, die man dann einfach zum Beispiel in der DB-App herausfinden kann. Sobald man die hat, wird im Backend die Datenbank durchsucht und der Durchschnitt der letzten 30 Tage gebildet für die Verspätung in Minuten. Dabei werden halt Extremwerte herausgefiltert, damit das möglichst aussagekräftig ist und halt 30 Tage, damit die Werte nicht zu alt sind und damit ungenau werden, aber auch damit ein guter Durchschnitt da ist, der man gut verwenden kann. So, jetzt geht's zu unserem Frontend. Wer hätte es gedacht? Natürlich in HTML, CSS und JavaScript geschrieben. Und da man jetzt nicht so viel sieht, würden wir jetzt erstmal erstmal unsere Webseite zeigen, weil dann könnt ihr es auch besser sehen. Also das ist unsere Version unserer Webseite. Oben gibt es eine Suchleiste, da kann man jeweils einmal die Zugnummer und dann den Bahnhof, von dem man abfährt, eingeben. Und dann kriegt man, wenn es klappt, die durchschnittliche Verspätung und die Ankunft- und Abfahrtzeit der jeweiligen Bahn angezeigt, wie ihr das hinten in weiß sehen werdet. Ja. Also hier in der Datenbank, das ist ein Ausschnitt aus der Datenbank, sieht man jetzt zum Beispiel die verschiedenen Stops und da sieht man zum Beispiel jetzt hier in München Hauptbahnhof fährt der ICE 193 ein am 16.07.2023. Departure ist auf 0, also der fährt da los, der kommt nicht an. Und beim Arrival Delay sieht man jetzt 1920, das bedeutet dann einfach, der ist 1920 Sekunden zu spät gekommen. In der Zukunft können wir natürlich das ganze Projekt auch noch weiterführen und da kann ich euch direkt mal sagen, das Ganze liegt natürlich wie die meisten Projekte hier auch auf dem GitHub von Jugend Hack drum. Also wenn ihr da euch verpflichtet fühlt, könnt ihr gerne mithelfen
Und weiter ergänzen können wir das Projekt zum Beispiel noch mit weiteren Berechnungsmethoden, um akkuratere Ergebnisse zu erzielen. Dann natürlich mit größeren Datenbanken, da wir aufgrund der zeitlichen Limitationen des Events natürlich jetzt nur über zwei Tage die Daten sammeln konnten, was natürlich, wenn man Langzeitdaten möchte, nicht wirklich das ist, was man will. Abgesehen davon können wir auch noch das Frontend schöner machen und weiterentwickeln, dass man da entsprechend mehr einstellen kann und das Ganze vielleicht noch ein bisschen intuitiver wird. Und was wir uns noch wünschen würden, wäre, dass die Deutsche Bahn eine bisschen schönere Dokumentation für ihre API machen würde, denn da war wirklich sehr vieles nicht gescheit dokumentiert und man musste wirklich ewig suchen, ehe man rausgefunden hat, was da die jeweiligen Werte überhaupt bedeuten. Und zuletzt möchten wir uns nochmal bei unseren Mentoren bedanken, ohne die das Ganze ziemlich sicher nichts geworden wäre, weil wir hatten natürlich auch nicht wirklich viel Plan, wie es so bei der Deutschen Bahn läuft. Und vielen Dank nochmal dafür. Ein großer Applaus für das Verspätungsorakel. Kommt zu mir bitte. Ich bin richtig, richtig beeindruckt von eurer App. Das habe ich euch aber auch gestern schon gesagt, weil zwei Dinge. Erstens, warum gibt es sowas nicht schon längst? Das ist ja Wahnsinn. Kennt ihr den Grund? Wisst ihr es? Ja, ich schätze mal, die Deutsche Bahn will natürlich auch nicht wirklich so offen zugeben und sagen, ja, wir kommen zu spät und hier könnt ihr das Ganze einrechnen, sondern die schämt sich natürlich wahrscheinlich schon dafür, dass sie ihre Pläne nicht einhalten. Lieber Gruß an die Deutsche Bahn an dieser Stelle, falls hier jemand zuschaut, ne? Immer freie Fahrt und sowas. Ihr habt euch die API freischalten lassen, ihr habt euch Daten geholt von der Deutschen Bahn. Kamen die denn pünktlich? Also die kamen tatsächlich ziemlich gut an, also besser als die Züge auf jeden Fall. Und von dem her, da kann sich die Deutsche Bahn in der IT-Abteilung nochmal was abschneiden. Für den oder das glaube ich auch. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Das glaube ich auch, dass sie da was abschneiden können von uns. Für den oder diejenige, die jetzt daran arbeiten, was ist denn jetzt der Punkt, an dem am schnellsten oder am besten weitergemacht werden sollte? Frontend, Backend, Design, Daten? Ja, also ich glaube erstmal, das Frontend sollte man noch ein bisschen überarbeiten, weil das ist, also ich sage mal so, das ist nicht wirklich intuitiv und man kann ja aktuell auch nur die Zugnummern eingeben. Es wäre natürlich vielleicht nett, wenn man auch einfach sagen könnte, von dem Bahnhof zu dem Bahnhof und dann sagt er uns einfach alle Verbindungen, die da fahren, da kann ich es direkt anwählen, weil die Zugnummer weiß ich ja vielleicht nicht auswendig. Ihr wisst, was ihr beim nächsten Jugendhack zu tun habt auf jeden Fall. Bitte sagt Bescheid, wenn ihr es fertig habt. Ich will diese App, die ist ja der Wahnsinn. Als leidenschaftlicher Bahnfahrer. Danke, großer Applaus fürs Verspätungsorakel.